Warum nochmal sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über ihre Arbeit kommunizieren? Weil sie es können. Die Menschen haben nämlich viele Fragen und die Wissenschaft liefert viele Antworten. Wenn ich gefragt werde, warum ich gerne Wissenschaftskommunikation mache, dann halte ich es oft mit einem Zitat von nicht ihm hier, aber von Carl Sagan, der mal gesagt hat, dass er nicht verstehen kann, warum Wissenschaftler nicht von ihrer Forschung reden wollen, denn wenn er verliebt ist, will er immer der ganzen Welt davon erzählen. Macht keine Wissenschaftskommunikation. Redet nicht über eure Forschung. Veröffentlicht nur mal ein Paper. Das reicht. Ihr müsst nicht darüber reden. Wirklich nicht. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht kommunizieren, dann werden sich andere finden, die das tun. Und die haben womöglich weniger Ahnung von der Materie. Vertrauen in die Wissenschaft lebt in ganz entscheidender Weise von der Kommunikation über Wissenschaft. Und damit das besonders authentisch gelingt, ist es besonders vorteilhaft, wenn es die Forschenden selber sind, die in einer klaren, einfachen, anschaulichen Sprache über ihre Arbeit berichten. My name is Jernej Zupanc and I've created a training on effective visual communication of science that will help you visualize your scientific results and ideas more effectively. I promise to give you practical skills that you can use right away and to change the way you think about visual communication of science.